Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir sind hier im Dorf angekommen nach der sehr horroratmosphärischen Höhle. Wo muss ich hier eigentlich hin? Dahinter. Lass mich mal da vorbei, danke dir. Ich kenne mich hier. Ah, hier ist irgendwas zum Sammeln, sehr toll. Ich kann ihn sehen. Auch wenn sonst niemand kann. Was? Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Okay. Warum kann ich hier nochmal F drücken? Habe ich dann das gleiche Gespräch? Wahrscheinlich schon. Aber haben wir nicht mal mit dem schon geredet? Das ist zwar schon ein bisschen länger her. Vor allem bei mir jetzt, bei euch vielleicht nicht, je nachdem. Ein Shop. Ich habe F gedrückt. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Nein, niemals. Okay, man kann... Okay, wie viel habe ich denn? 4600? Das ist auch nicht gerade viel, ne? Also, ich meine ja nur. Ich mach mal verkaufen. Was haben wir denn da so alles? Schwarzpulver. Bett. Also hier die Pflanzen, die kann man alle, ohne Witz, also im Zweck nicht böse, aber davon finden wir immer so viel und ich bin immer voll, also das, ich mache jetzt echt 20. Was soll der Geiz? Ja, machen wir 20. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, das auch. Aber bei Federn muss ich doch öfter mal Pfeile oder so. Aber 15 reichen, denke ich, also machen wir da auch 20. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Holz. Machen wir mal in Richtung 30. Die Götter sind für uns. Jetzt haben wir auch voll. Deswegen klatschen wir das auch mal auf 30. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ehrlich gesagt. So. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. 40 Stück von dem Zeug, Alter. Ich weiß gar nicht, wozu ich den Scheiß brauche hier. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Finde ich auch. Okay, das haben wir noch gar nicht voll, aber ich finde, dass 75 kann man davon sammeln. Das ist nicht wenig, deswegen machen wir mal so ein bisschen die Hälfte, die wir haben, oder? Die Götter sind für uns. Da wieder irgendwelche Pflanzen, die wir durchgehend finden und nicht sammeln können. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das genauso. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Alter, der Typ, Alter, der wird jetzt richtig reich. Ja gut, eigentlich ironischerweise nehme ich ihr sein Geld ab. Opfer. Gut, Entschuldigung. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Oh, davon haben wir nicht so viel? Davon will ich gar nicht so viel verkaufen. Weil das finden wir jetzt echt nicht sehr häufig. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das haben wir auch nicht so viel. Verkaufen auch nur 5. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das brauchen wir oft zum Herstellen. Lass ich. 14.000, was kann man denn da kaufen? Ziehtempo, Haltezeit. Schaden. Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Nice. Ein Mantel. Der hat irgendwie einen Kult des Kukulkan. Bringt sich zu ihren Ehren mit Adlerfedern. Mehr Schutz vor Fernkampfangriffen. Das ist natürlich auch sehr nice.
Hätte, würde ich mir fast überlegen. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Geräuschlose Pfeile. Aber ich habe eh voll. Habe ich auch voll. Das würde ich mir fast überlegen mal. Hier. Ich habe so viel Kohle, Alter. Lass doch mal was kaufen, ehrlich. Schaden, wenn ich eh einen Headshot mache. Hm, ja, komm, was soll's? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt das noch. Die Götter sind für uns. Ich bin immer bereit zum Handeln. Ding ist, jetzt kann ich das noch gar nicht auswählen. Ich muss jetzt erstmal ein Lagerfeuer finden. Oh, was hatten die? Hat die andere Produkte? Nee, oder? Ich meine, wahrscheinlich genau das gleiche, oder? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh. Du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Die hat ja ganz andere Sachen. Okay, die... Also Verkauf... Hä? Offen? Das ist doch mein Zeug, oder? Ja. Okay. Nö, die hat hier... Was ist das? Menschgemachte Ressourcen erhöht. Nice. Dicke Seile zu durchschneiden. Das könnte vielleicht mal hilfreich sein. Ich weiß zwar nicht genau, wann wir ein dickes Seil brauchen. Aber das ist ein Muss. Die Götter sind für uns. Ist ausgerüstet, das ist nice. Und das wäre auch richtig nice, aber ich lasse es erstmal. Das ist eine Nebenmission oder sowas, oder? Warte, Map. Jetzt geh weg. So, ich muss mich bewegen, damit es weggeht. So, hier ist es ja Tab, ne? Null. Das ist ja die... Das probiere ich jetzt. Probiere ich nochmal. Ich weiß, das haben wir schon mal probiert. Kann ich hier einen Marker setzen? Nach rechts muss ich irgendwie. Hier hoch, glaube ich. Ah ja. Nochmal Holz. Sammle ich mal ein bisschen. Das habe ich hier gerade alles verkauft. Nehme ich das einfach den Einwohnern wieder weg. Halt. Oh, perfekt. Scheiße, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich muss hier wieder raus und rechts irgendwie. Ich hätte weiter. Okay. Pass auf. Noch einmal ganz. Oh, hier wäre ein Lagerfeuer, sehe ich gerade. Das nutze ich schnell. Und ein bisschen was zu sammeln. Ganz schön viel zu sammeln sogar. Nimm mal sein Holz, mit dem er gerade arbeitet. Braucht er nicht. Wollen wir jetzt mal den neuen Bogen schnell anschauen. Was ist jetzt mein Bogen, den ich... Lol, habe ich den Das ist mein Bogen und den habe ich gekauft. Ja, yeah, nice. Das ist der Schaden ja zu viel höher und alles andere. Oh, Hammer. Gut, man könnte ihn upgraden. Ich tue jetzt mal upgraden. Schauen wir mal, was das bringt. Schaden muss ich jetzt gar nicht upgraden, weil der eh schon mehr Schaden hat wie mein eigentlicher Bogen. Ich wollte ein bisschen darauf hinbringen, dass er prinzipiell mehr Schaden hat und aber dasselbe. Aber ich glaube, das schaffen wir ja nie. War gut, ne?
Ein anderes Messer wäre gar nicht mehr so schlecht gewesen. Okay. Tasche hat man ja automatisch, ne? Die muss ich ja nicht ausrüsten, oder? Ja, hier, Tasche. Und Köcher, perfekt. Dann gehen wir hier wieder raus. Und versuchen hier nochmal irgendwie hochzukommen. Das war bestimmt hier. Nee, ja genau, hier hoch. Also wenn ich so ein Händler wäre und die handeln mit den Pflanzen und so. Ich würde die ganze Zeit im Dorf rumrennen und die Pflanzen sammeln. Sehe ich doch. Mhm. Mal drüber. Das ist echt kein Diebstahl. Glaub mir. Das ist alles im legalen Bereich hier. Kann ich immer... Doch, ey. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Kann ich immer noch nicht, okay. Kehren Sie zurück. Ich glaube, das ist echt verbuggt bei mir, ne? Es wird, egal wie lange ich das jetzt spiele, das wird nicht funktionieren. Seltene Ressourcen, Alter. Auch kein Dietrich. Ach, ich glaube, ich muss da aufmachen. Die Truhe. Jetzt, glaube ich, verstehe ich das. Das ist gar kein Bug. Ich muss einfach nur die Truhe öffnen und da ist der Kack drin. Alles klar. Das ist noch gesperrt. Da haben wir noch ein bisschen was. Genau, die Truhe muss ich öffnen. Haufenweise zum Sammeln hier mal. Ja, was ist denn das? Okay. Die Hauptmission aber ist da hinten. Was ist das? Wandgemälde. Das könnte ich irgendwie eigentlich mal angucken. Das ist gleich hier in der Ecke. Gerade noch und dann links, rechts, links. Gerade, links, rechts, halt! Rechts, links. Und da hinten sollte irgendwo ein Wandgemälde sein. Wahrscheinlich hier drin. Ach, nee, da ist es. Aber ich nehme es da hinten noch mit. Ja, geh halt. Kann nicht mehr sprinten. Ich kann hier nicht sprinten, warum auch immer. Vielleicht darf es ja nicht hier sein. Ah ja, hier kann ich wieder sprinten. Wunderbar, haben wir einen Fähigkeitspunkt erhalten. Auch nicht schlecht. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes, trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. So, ich will jetzt aber wirklich wieder hier zur Hauptmission zurückkehren, weil ich glaube, das interessiert euch nicht so wirklich, wie man im Dorf rumrennt und sich einfach umguckt. Ich mache das zwar eigentlich gar nicht mal so ungern, ich mache das sogar im Gegenteil sehr gerne. Irgendwie ist cool. Ich weiß, ich habe einen Fähigkeitspunkt, aber einer wird mir, glaube ich, nicht reichen. Ich muss irgendwie dahinter. Huch. Weißt du das von Quali schon? Nein. Was ist denn? Hukulkans Männer haben Abra vergiftet. Die ganzen Gespräche, ich führe die gar nicht, weil... weiß gar nicht, ob die so wichtig sind für die Hauptstory. Kann's mir einfach nicht vorstellen. Pisco der Tote. Pisco der Dieb passt besser.
Nein. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Ja, da weiß man sofort, wo die gemeint haben. Also hier jetzt rechts, dann links. Okay. Rechts. Und links. Ja, die Orientierung ist hier ein bisschen, in meinen Augen, gar nicht mal so leicht. Wenn du einfach keinen direkten Wegmarker hast. Das Holz, das kann ich gut brauchen. Ist das meine Hauptstory? Nee, ich musste irgendwie... runter? Hä? Nope, das leide ich jetzt nicht runter. Ah, da. Ist ja heftig. Muss doch erstmal finden. Schon wieder eine Höhle. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Ist ja geil. Okay, das Outfit ist schon irgendwie nice. Das ist also hier die komische Nebenquest oder beziehungsweise der DLC-Quest. Rede ich mal mit ihm. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Ich finde ein bisschen bei Gesprächen ist diese Akustik irgendwie immer ganz schön unrealistisch. Beim einen, klar, ein bisschen wie in der Höhle, das passt eigentlich, aber bei ihr ist es so richtig anders. Bei ihr ist es echt anders. Ah, vielleicht ist es hier in der Höhle. Warte, hier links jetzt irgendwo? Gerade links? Gerade links? Da ist ein bisschen Holz nochmal. Dann fehlt hier nochmal dieses Relikt, was ich hier mal gesucht habe. Komm rüber, wenn du Zeit hast. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Ich hab... Nein, okay, damit kann ich noch nicht viel anfangen.
Nee, leider ist hier dann auch mein Relikt nicht. Das ist jetzt die Hauptquest, oder? Bisschen verwirrend hier alles. Nee, da hinten ist die Hauptquest. Ist schon wieder eine Nebenquest. Das Relikt muss hier sein. Ich bin hier auch komplett falsch, ne? Stimmt. Wasser? Oh, hier schon ein bisschen. Kommt, mach. Das muss hier sein. Öffne jetzt mal die Map. Ne, ich bin ja wieder ganz woanders. Ey. Herzlichen Glückwunsch. Das ist im so minimalen Bereich. Da. Ich glaube, ich habe es gefunden. Endlich. Der Kult von Kukulkan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben immer mehr Druck aus und wir weichen immer weiter zurück. Wenn Unuratu nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, sollten wir ohne sie zuschlagen. Das war's jetzt, oder? Nein, was sogar nicht. Lol, ist es dein Ernst? Das ist dieses kleine Ding, das ist doch direkt nebeneinander. Geh drei Schritte. Immer hier hoch. Da. Das ist es. Das muss es sein. Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Es geht. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz schön wehtun kann. Aber. Es war's. Wir haben das Relikt gefunden. Ne. Soll ich jetzt die Nebenmission auch noch gleich annehmen? Eigentlich nicht, ne. Da muss ich hin. Komm, dann reden wir mal mit dem. Was soll's. Vielleicht, geht die ja nebenbei die Mission, so irgendwie auf dem Weg, irgendwas sammeln oder sowas. Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss drei heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay. Mal schauen, jetzt gehe ich erstmal wieder raus. So. Haben wir jetzt eine ganze Folge fast damit verbracht, eigentlich eine Nebenmission zu machen. Beziehungsweise hier in der Dorf nicht mal die Mission zu machen, eigentlich nur hier rumrennen. Kann ich dann hier rüber? Bisschen sammeln, verkaufen. Wer bin ich da? Ja, ein bisschen schneller. Mensch. Dann nutze ich halt doch mal schnell die Brücke.
Dann hier links. Genau, da könnte ich eigentlich mal gucken, wo die Nebenmission ist. Hier. Was soll's, dann mache ich das schnell, oder? Die Folge ist eh voll für den Arsch. Für die Mission, meine ich. Für die Hauptmission. Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Sag mal, spawnt das immer wieder neu, oder? Wunderschön. Hier, dann links. Keine Zwischensequenz. Nein! Komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Kann ich das jetzt endlich nehmen? Ja, die Nebenmissionen sind, ja, nice to have, aber es ist jetzt nicht der Burner, ne? Achso, ich bin eh schon da. Lol. Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit... Ah ja. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Zwei, also die Maske sieht schon ganz nice aus, aber die zwei komischen Hörner, die auf der Seite links und rechts abstehen, die verwirren. Die finde ich schon ein bisschen nervig. Warte. Da oben, okay. Schon wieder was zum Sammeln. Ich bin gerade voll im Sammelfieber. Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück. Untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er, einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Also jetzt bin ich mal bald echt sicher, dass es immer wieder nachspawnt hier. Ich kann mich ja hier voll ausrüsten. Bevor ich immer kann direkt voll machen und zum Händler laufen. Voll machen und zum Händler laufen. Kann ich mir vielleicht noch das Messer gönnen. Also die Folge könnt ihr echt glatt überspringen, ne? Komplett. Wenn ihr nur die Story sehen wollt, also... Ich kann es nachvollziehen. Es ist aber wie eine Sucht. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht so viel zu Mieser Dieb, du solltest doch sammeln. Bitte. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Muss ich jetzt echt wieder zurücklaufen? Ah, nee. Los, jetzt triff es! Daneben. So knapp. Versuch's nochmal. Wir hatten's fast. Dein Vater wird stinksauer sein. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Yamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester.
Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Jimai hat's gesehen. Jimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Worauf? Ah ja. Easy going. Aha. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimaye, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Ja, dann gehen wir mal zu dem Jungen. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke, hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Was hatten die jetzt hergezaubert? Der hat ja keine Hosentaschen oder sowas. Was sind das für Leute? Er klaut Kräuter, die nehmen ihn fest, aber lassen ihm die Kräuter behalten. Die nehmen ihm nämlich nur die Kräuter wieder ab. Lol. Naja, gut, ne? So viel dazu. Okay, jetzt einmal zurück dahin. Dann haben wir, glaube ich, die Nebenmission auch schon abgeschlossen. Haben wir wenigstens eine Nebenmission gemacht. Ich glaube, auf die kann man echt verzichten, auf die Nebenmission, weil irgendwie nur um die Zeit zu strecken in dem Spiel, bin ich jetzt nicht sehr begeistert von. Hätten sie sich auch sparen können. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil. Du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. So, und jetzt das Horn wieder zurückbringen. Oh, das war so weit, ne? Hier runter, links, über die Brücke. Huch, verkehrt. Taste, hier. Hinten über die Brücke. Niemand glaubt mir. Hey! Ich glaube, ich muss hier wieder hoch, ne? Bin ich vorhin... Ja, stimmt, da bin ich vorhin runtergegangen. Da ist die... Nee. Das hätte ich doch vorhin schon eingesammelt. Ist der Höhleneingang doch unten? Habe ich mich jetzt doch vertan? Ach, verdammt. War schon die Mission.
Ja, ich hab deine... Hallo? Hallo, ich mag mit dir reden. Jetzt. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Das sind immer die besten Aussagen. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Bist du da und denkst dir, welche verdammte Spur? Nee, aber es geht einfach weiter in die Mission. Ehrlich, dafür habe ich keine Geduld. Vielleicht mal nebenbei, aber ich werde jetzt erstmal zur Hauptstory rennen und dann in der nächsten Folge die Hauptstory weitermachen. Aber eine ganze Folge damit verbracht, hier einfach nur ein bisschen zu sammeln, eine Nebenquest zu starten, angefangen. Also irgendwie nichts Besonderes, muss ich zugeben. Es tut mir furchtbar leid. Gerade, ich laufe einfach mal gerade jetzt. Ja, ja. Ja, ein bisschen sammeln, wenn wir eh schon dabei sind. Ach, das ist die Brücke. Die Brücke, wo ich hin muss, aber von der anderen Seite wahrscheinlich. Shit. Das ist nicht so geil. Kann ich da rüber schwimmen und dann hochklettern? Ah ja, perfekt. Verflucht sollen sie sein. Na? Magda. Oh Mann. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Ah ja. Nicht einfach durch? Tatsache. Okay, krass. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Muss ich ganz hoch? So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ja, Kultisten sehe ich eigentlich keinen. Beishan in Tugul, Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kansani Lobby,
Tzokiliuchet, Tantike. Beili kun Uchulo. Hachwahelum binton utzil waminan kukulkantik wignalone? Fehlende Ausrüstung. Das verstärkte Messer. Das, ist das das Messer, was ich hätte kaufen können? Kann ich hier durchgehen? Ah ja. Kann ich durchgehen? Hallo, hallo. Das ist jetzt wichtig. Erst muss sammeln. Hört ihr denn jetzt? Nee. Kann ich den schon lesen oder ist der noch gesperrt? Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. What? Da drin, also wieder zurück. Gehen wir nochmal zurück kurz. Dann würde ich den noch machen und dann will ich sowieso die Folge beenden. Ist schon eine Folge mit Überlänge. Zurückrennen? Muss ich rausgehen? Nee, 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 nee. Das muss schon hier irgendwo sein, oder? Geh ja nicht hier wieder raus. Das war ja hier, der Kreis. Könnt ihr euch mal ein bisschen schmaler machen? Nemission, die grüne, das ist es ja nicht. Bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Kann ich das irgendwie... Ah ja, hier in dem Kreis muss das sein. Da fehlt mir die Ausrüstung. Nicht, dass es das ist. Das glaube ich aber nicht, weil das ja eigentlich außerhalb des Kreises ist. Wenn ich hier jetzt gucke. Wobei. Ja, nee. Nee, nee, nee. Das wäre schon außerhalb des Kreises. Ich bin da genau mittig, wenn ich hier bin. Muss eigentlich hier sein. Hör mal da durch. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattene Schlange beobachtet. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Brüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, diese beschattene Schlange beobachtet. Der die beschattene Schlange beobachtet. Da lag ja was, da lag, das habe ich ja schon eingesammelt, aber... Rücken an Rücken, Brüder. Affenbrüder. Ich
Ist das die Schlange? Rücken an Rücken. Was ist da? Das ist aber auch eine Schlange. Rücken. Noch Rücken. Irgendeine Statue, die Rücken an Rücken aneinander stehen. Da ist aber nichts. Vielleicht ist es aber auch über uns irgendwie eine andere Ebene. Ich habe keinen blassen Dunst. Kack drauf. Scheißegal. Vielleicht ist es auch hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich weiß, diese Folge haben wir nicht viel von der Story jetzt gesehen. Eher so ein bisschen Nebenquest und Gesuche und Sammeln. Aber in der nächsten Folge geht es hoffentlich ordentlich weiter. Wir stehen ja jetzt direkt vor dem vor der Hauptmission und bis dahin, tschüss.